Wir haben ihn tot bekommen. Ja, ich muss kurz das Spiel verlassen. Wir sind jetzt Level 3. Ja, du bekommst jetzt eine neue Fertigkeit. Ja, wollte ich nämlich gerade sagen. Ja, da kannst du auf das Plus gehen und dann kriegst du da eine Liste von Dingen, die du lernen kannst. Ja, das ist bei mir Waffentechnik, Zwergenkunde, Axtkampf, Handel, Rüstung. Was? Femkampf? Ach, Fernkampf. Konzentration. Und Parade. Mhm. Ja, Waffentechnik. Schnellere Ausführung und bessere Regeneration aller Zwergentechniken. Mhm. Zwergenkunde verbessert die Regeneration aller Zwergentechniken. Verbessert Angriffswert und Geschwindigkeit. Im Kampf mit Äxten, Keulen und Hämmern. Handel senkt Einkaufspreise und erhöht Verkaufspreise. Was würdest du mir empfehlen? Weiß ich nicht. Kommt drauf an, auf welche Fähigkeiten du gehen willst, auf die du hast. Wahrscheinlich Waffen, also zwei Felder quasi. Wenn du unter Kampfkünste gehst. Achso, ja. Die sind aufgeteilt in zwei Stück. Das sind zwei Kategorien quasi von Fähigkeiten. Okay. Ah, das eine ist wahrscheinlich basierend auf Zwergensachen? Ja, und das andere müssten so normale Waffenskills sein. Ja. Achso, mit einem Zwerg kann ich dann auch irgendwann Fernkampf machen. Ja, genau, du kannst dir Musketen holen und du hast eine Kanone dann auf dem Rücken. Ja. Also ich sag mal, die Waffentechniken sind einfacher zu spielen. Die von den Zwergen. Oder was meinst du? Nee, die Standard-Kampfsachen. Achso, die Standard. Ja, dann würde ich ja auf harter Schlag, Attacke und sowas. Hm? Ja, dann würde ich auf Axtkampf gehen. Kannst du auch machen. Wäre auf jeden Fall nützlich, weil du wirst wahrscheinlich eher selten mit dem Schwert kämpfen. Weil das ist ja dann doch, dass ich dann eher auf die normalen gehe, wo ich ja dann habe Kriegsrausch und harter Schlag. Nee, Axtkampf ist einfach, dass du mehr Schaden mit Äxten machst. Achso. Dass die Fähigkeiten schneller wieder bereit sind, das ist Konzentration bei den Waffendingern. Ich habe keine Ahnung. Deswegen sage ich es dir doch. Also Axtkampf machst du auf jeden Fall nichts falsch mit. Okay. Weil ich jetzt ja gerade Äxte habe. Ja, und wirst wahrscheinlich auch sehr lange Äxte haben. So. Achso, und ich kann noch weitere Punkte vergeben. Genau, du kannst den Skill dann auch direkt aufleveln. Ja. Ich kann alle jetzt auf 2 bringen. Kannst du tun. Okay. Ah, und das andere. Ja, komm, dann mache ich das so. Aber von diesen anderen Sachen hier, von den Kampfkünsten, kann ich noch nichts auswählen. Nee, die lernst du durch die Kampfruhen. Okay. Puh, nein, hör auf zu laufen. Ich wollte wieder zurück ins Rucksack. So. Ah, okay. Dann? Was weiter. Als nächstes? Okay. Erstmal abgeben. Und ich hoffe, dass ich eine Luftfähigkeit bekomme. War ich hier nicht schon letzte Woche? Diese Bauern sehen alle gleich aus für mich. Und eine Bibliothek gibt es hier bestimmt auch nicht. Ja, auch die ganze Zeit.
Ja, natürlich. Windböe! Nice! Okay. Das ist ein Zauber von mir. Ja. Was ist jetzt passiert? Windböe. Oder... Nee, ich hab jetzt... Willkommen in Ankaria. Tutorial überspringen einmal. Also keine weiteren Tipps? Ja. Okay. So, ich habe jetzt die Windböe, meinen ersten Luftzauber. Macht Schaden und stößt Gegner zurück. Ah, sehr schön. Was ist das für eine Kiste hier unten? Das ist so eine Lagerkiste, die gibt's in allen möglichen größeren Städten und da kannst du Sachen reinlegen für später. Ah, okay. Brauche ich also jetzt noch nicht. Nee. Händler. Keine Rüstung für mich. Oh, ich habe einen Ring. 2 bis 3 Schaden. Ja, gut. Händler beklauen. Aber ich habe nicht, dass ich dem Händler verkaufen kann. Gibt es, was ich kaufen kann? So, gehen wir da erst hin oder da? Ich würde erst da hingehen, glaube ich. Ey, die Äxte. Äxte? Ja. Machen hier wesentlich. Die sind krass. Aber die kosten natürlich auch. 16 Giftschaden mache ich mit dem Zauber. Okay. Ich glaube, es ist besser, ein bisschen Geld zu sparen und nicht direkt hier neue Waffen zu kaufen, oder? Ja, Waffen droppen relativ viele, weil die nicht klassengebunden sind. Okay. Na, außer bei mir, weil Magierstäbe. Und die sind ein bisschen seltener. So, okay. Ich würde jetzt einmal, dafür haben wir keine Quest, aber ich kenne so ein paar Punkte, die man sich noch angucken kann. Okay. Oder so eine Runde, die man gehen kann, die ist eigentlich sehr angenehm. Gegner! Okay. Achso, du hast die schon alle getötet. Ja. Okay. Warum steigt hier die ganze Zeit so grünes Zeug von denen auf? Weil die Windböe Naturschaden, also Giftschaden macht. Oh, ich sehe nichts. Sind Bäume im Weg. Gold. Ja. Hier ist ein magisches Versteck. Ein Schwert. Oben bei dem Busch. Musst eventuell noch einmal kurz weg und dann nochmal draufklicken. Manchmal geht das nicht so. Ah ja. Ein Speer. Okay. So, hier fängt übrigens die Vampirin an. Ah. Erstmal ja. Looten. Kann man hier hoch? Und ich habe ein magisches Versteck eben gesehen. Sehr gut. Keine Bücher hier. Schade. Okay. Das hast du schon geräumt. Kommst du? Kann man hier nicht rein? Ist hier nichts mehr? Nö. Nichts mehr zu looten? Nein. Okay. Hier ist noch ein Brunnen. Und da oben ist ein magisches Versteck. Oh, ein Amulett. Nice. 15 Schutz, Magie und Gift. Rüstung der Bauern. Okay. Die sieht nach für dich aus. Ja, Schutz 32. Schutz 23. Yep. Ich hab mal wieder voll viel Glück. Oder liegt es daran, dass ich Zwerg bin? Nee, eigentlich nicht. Weil ich hab doch dieses Gear-Ding. Ja, aber du machst es ja nicht an momentan, oder? Achso, ich dachte, das sei passiv. Es gibt keine passiven Fähigkeiten in Sacred. Okay. Also außer von Rüstungen und so. Aber er war nie eine Seele von Mensch. Und nun ist er nicht mal mehr ein Mensch mit Seele. Oh, ja. Da war was. Oh, eine Rüstung für mich. Ja. Schutz 30 statt 24. Ja, nehme ich.
Sieht aber genauso aus wie die andere. Was ist hier, wenn ich auf Grab drücke? Achso, dann kommt immer so ein Grabspruch. Weil er nur herumsaß, ist er jetzt nur Madenfraß. Die Leiche eines Mannes. Ich fürchte keine Geister. Dieses Grab ist leer. Okay. Das ist so schön. Was haben wir hier noch? Und so sprach Hendrikus, der kühne Gladiator, zu dem Magier. Klar bin ich für Frieden. Frieden durch überlegene Muskelkraft. Die Leiche eines Mannes. Wir schon noch ab? Ein Leichentuch, weißer als weiß. Die Leiche einer Frau. Das Ding kann man aufmachen. Au. Au! Geh weg. Schleim. So. Kein Loot? Nee, muss nicht. Gold. Grab. Mir ist tot langweilig. Euer Hai. Irgendwas war hier doch gerade. Achso, hier ist noch ein Grab. Ein Ding, sie zu knechten. Ein Ding, sie zu finden. Huh, normalerweise ist da ein Item drin, nicht ein Gegner. Eine Herr der Ringe, das war ganz gerade da. Ja. Was war hier? Bin schon drin, das ist ja einfach. BB. Die Leiche eines Mannes. Jetzt kommen ein paar Gegner. Okay. Einer geht noch rein. Geh aus dem Gift da am besten raus. Das macht gut Schaden. Oh. Achso, er hat nochmal Gift geworfen. Ja, das kann er die ganze Zeit machen. Geht's, ja, geh. Lass den mal da rauskommen. Genau. Mann, jetzt greif an! Geht da. Scheiß drauf. Immer feste drauf. Oh, ein Schwert. Ich trink mal noch einen Heiltrank. Ja, ich auch. So, ich glaube, das waren alle. Ist hier eigentlich eine Tür? Nee. Die müssen hier dann weiter. Eigentlich nicht, aber da könnte ein magisches Versteck sein. Ja. Ah. Ja. Rüstung, noch eine Rüstung. 26, aber mit Metallregeneration plus 2 und Regeneration Zauber plus 8%. Ja, nehme ich, komm. Es wird nebelig. Huch, ach, die da unten auch noch getroffen. Miststück! Ich komme da nicht ganz so gut mit der Steuerung klar. Ja, das lernt man noch. Weiter nach oben zu den Wölfen? Jo. Oh, Level up. Mehr Luftmagie. Magiekunde oder Meditation? Mehr Schaden? Hätte auch was. Ja. Und Charisma, ich brauche mehr Giftschaden. Komm ich erstmal hierher, einfach nur um zu looten. Was habe ich da gerade für eine Bodentextur erwischt?
cool. Sorry, ich musste einfach die Farbe von der Welle bewundern. Verkommene Rüstung, Waldelfe. So. Einmal hier das. Kannst du bitte lassen? Hat nichts gedroppt. Ja. So. Dann gucken wir uns noch mal die Höhle hier an. Bei wie vielen Minuten sind wir? Ungefähr 16. Okay, dann können wir noch ein bisschen. Ist das hier irgendwie eine Quest? Nee. Oder? Also was ähnliches. So eine inoffizielle Quest quasi. Hast du es auch gerade gehört? Hm? Alarm! Ja, die sind toll. Ich brauche die Augen unversehrt. Au! Und jetzt sie hier? Ah, Beinschienen, ja. Achso, Anni, mit ihr kann man reden. Nicht verworren und geheimnisvoll sind die Pfade des Schicksals, die euch zu mir führten, Zauberer. Mein Dank und mein Segen sollen euch gewiss sein. Lebt wohl und mögen die Götter eure Schritte lenken. Oh, Feuerball. So, die nächsten Quests, Nebenquests darfst du abgeben, dass du auch mal ein paar Fähigkeiten bekommst. Ah. Gut. Noch irgendwas, was man looten kann? Nein. Nee, in dem Raum war nichts. Alarm! Achtung! Vorwärts! Auf, marsch, marsch! Übrigens, diese Gegner mit roten Ringen, das sind so Mini-Bosse. Ah. Die droppen auch bessere Qualitäten als Anführer kenne ich nicht. Doch jene als Kämpfer werden sich jetzt offenbaren. Springen die bei dir auch manchmal rum? Nö. So, bei mir ist der eben, war halt so ein bisschen hinter mir. Und ist dann aber wieder vor mich so gesprungen, quasi. Nee, das ist Verbindung. Okay. Irgendwas, was man looten kann? Nein. Nee. Irgendwann erkennt man auch den Unterschied zwischen gezeichneten Hintergründen und den Objekten, mit denen man interagieren kann. Kampfsprung, ja, nimm du ruhig mit. Das ist von der Seraphim eine Fähigkeit. Wo lang geht's weiter? Hier weiter. Achso, war's schon. Ja. Schwingen für die Seraphim, natürlich. Nee, hier war nichts mehr. Nein! Ich wollte durch die Tür durch und nicht sie aufmachen, zu machen. Ein Stab? Achso, aber eine Stangenwaffe. Kein richtiger Stab. Diese, die Kampfrune von der Seraphim solltest du übrigens behalten. Die brauchen wir noch. Okay. So, dann können wir einmal nach draußen gehen und dann, die Folge schon mal beenden. Gut.
Ah, ja, stimmt, ich habe jetzt Beinschienen. Was machen die eigentlich, wenn es so schön ist? Flammenhaut plus 1. Okay, nicht schlecht. Also, habe ich nicht, aber gut. So, dann bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.